Nur der Anführer, der ist noch da hier. Der mit dem Adler-Ding, mit dem Vogel-Ding. Der überlebt's natürlich. Ich will's gar nicht wissen. Hab viel zu wenig Schergen. Haut mal rein, ey. Was ist das denn, ey? Turm, goldenen Gebirgspass. Ich geh jetzt zum Turm zurück, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Nein, Mann, ich muss aber gleich weg. Und noch ein paar Sachen packen dafür. Guck aber noch mal kurz, wo wir jetzt normalerweise hin müssten. Brauerei, bla bla, bliblu, bla bla bla. Ah, interessant. Nö, lass mal stecken. Hey, das ist die Vanessa. Hi, Vanessa. Alter! Ich will nicht mit dir reden, ich will mit ihr reden. Okay, haut mal rein. Ich mach dann demnächst wieder weiter. Ciao. Moinsen, hier ist wieder mal der Kenster. Ja, tut mir sehr leid, das habt ihr auch nicht mitbekommen für die etwas längere Pause. Ja, ich hatte einen Abschluss, also bin mitten im Abschluss von meiner Schule. Oh Mann, und der Typ nervt. Ja, und hatte da erstmal ein paar Sachen zu erledigen, sag ich mal. So, dass ich aber jetzt wieder weiter Let's Playen kann. Und ja, wunderbar. Wir gehen jetzt nochmal kurz in den Schmelzofen. Ich muss jetzt erstmal wieder in Overlord, sag ich mal, reinkommen. Ja. Das Schmieden wirkt äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Danach seid ihr bereit für böse Taten. Tränkt eure Waffen mit Feuermagie. Erzielt mit eurem Kraftschlag mehr Schaden. Moment mal kurz. Was habe ich denn gerade geschmiedet? Morgenstern. Ich hätte gerne Der Durium-Rüstung. Schmelzofen muss angeheizt werden. Ja, ist mir schon bewusst irgendwo. Wir schmieden uns noch mal was. Auch wenn es schade um die Schergen ist, wir brauchen mal neue Rüstung, weil wir halten ja kaum was aus so. Und zum Durium-Rüstung, die ist bestimmt mal ganz gut. Eure Schergen warten darauf, sich in die Flammen zu stürzen. Wunderbar. Es ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen auf. Jetzt halten wir auch mal mehr aus, wenigstens. Neuer Gott der Murmler. Was auch immer das heißt. Und wo gehen wir jetzt hin am besten? In die Brauerei oder in den Gebirgspass? Gehen wir mal in die Brauerei. Nochmal, weil da waren wir ja zuletzt. Genau. Habe ich erwartet. Noch haben wir ja nicht alles erledigt, muss man ja so sagen. Einer kann reingehen. Ich brauche jetzt unbedingt nicht 30, also die maximale Anzahl brauche ich jetzt noch nicht. Außer sind die irgendwo eh noch Schergenportale. Also das ist nicht das Problem. Nee, wo wir jetzt hingehen, das wäre. Wartet mal kurz. Ich muss sie erstmal rausfinden. Nein, böse, 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 böse. Wir gehen jetzt erstmal raus. Oder machen wir es direkt?
Weil ich weiß, weil hier rechts ist eine Tür offen. Da könnten wir jetzt rein theoretisch reingehen, aber wahrscheinlich müssen wir da kämpfen oder so und das wäre ein bisschen scheiße. Also gehen wir jetzt erstmal raus. Weil ihr wisst ja noch bestimmt, als wir da rausgegangen sind, da war da so eine Brücke, wo man nicht unten drunter durchkam. Und da möchte ich jetzt ganz gerne hingehen. Und noch versuchen, da irgendwie jetzt drunter durchzukommen. Weil ich denke mal, da müssen wir noch irgendwas machen. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt ist, aber ich beginne da trotzdem mal hin einfach. Außerdem bräuchten wir wieder was, ja, wegen der Rüstung. Jetzt müssten wir langsam wieder Schergen uns holen. Aber wir haben uns ja nicht das Maximale geholt. Also nicht alle Schergen gleich geopfert, sag ich mal. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal raus. Ja, Schafe, perfekt. Auch wenn es nur 3 Stück sind, egal. Nimm mal 3 Schergen mehr, Leute. So. Da konnte man nicht lang, kann man hier außen lang? Jawohl, die außen kann man lang. Sehr geil. Ja, das ist mir bewusst, dass die jetzt das machen. Es war mir sauklar, dass die uns jetzt fast besiegen oder uns sogar besiegen. Aber trotzdem, Leute. Müssen die jetzt... Ach du Scheiße, wir haben ja überhaupt keinen Schaden gemacht bei denen. Ne, dann müssen wir nochmal abhauen. Das war scheiße von mir eben, die Aktion. Ich hätte mit... Ach du Scheiße, das ist sau ärgerlich. Ich hätte mit Zaubern arbeiten sollen. Aber ich hab doch dieses komische Feuerschild irgendwo. Hier ist es doch. Feuerschild vor allem. Magisches Schild. Naja, kleiner Spasti, ey. Die Penner sollen 10 Schergen von mir platt gemacht haben. Soll ich mal lachen oder was? Soll ich echt mal lachen? Die sind viel zu schwach. Wenn ich die sogar alleine besiege, 2 von denen innerhalb von 10 Sekunden. Ah, Mann. Müssen außen rum gehen. Jetzt. Blöden Champignons da. Wir gehen jetzt mal diesen Weg entlang und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier schon ein Schergennest haben, weil ohne Schergen ist es schon ein bisschen schwul. Scheiße. Da geht's gar nicht runter, aber dann können wir hier hoch wenigstens. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sicherlich, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als es allein zu machen. Also ich meine, ich bin ja nur der Overlord. Haha. Ach du Scheiße, 2 von den Schergen. Ne, die schaffe ich nicht. Die werde ich nicht schaffen, leider. Ne, das war irgendwie Scheißaktion von uns, gebe ich zu. Wow. Nee, saublöde Aktion war das. Oh, es trinkt ja auch noch ein Bier. Unglaublich. Nee, Leute, da müssen wir noch zurück in uns Schergen holen, weil das war wirklich scheiße, die Aktion von uns eben. Das ärgert mich jetzt auch, weil da wird das Let's Play umso länger. Und ich will ja nicht zu lang brauchen. Oh, das war nur sau der kurze Weg und ich mach so eine Scheiße. Das ist unglaublich einfach nur. Habe ich so viel Leben verloren, so viel Magie verloren. Ich hätte maximal... Am Anfang hätte ich die blöden Zwerge einfach so besiegen sollen. Und dann die restlichen hätte ich einfach mit den Schergen dann platt machen können. Sehr ärgerlich ist es. Sehr ärgerlich. Wir müssen es jetzt voll ausrüsten, weil anders kommen wir nicht mehr weiter. Wir gehen jetzt nicht durch, Leute. Wir haben verloren, wenn wir durchgehen. Lauft weiter. Wir gehen jetzt nochmal zurück, weil wir brauchen einfach braune Schergen nochmal.
Wir holen uns jetzt das Maximum, was wir überhaupt holen können, weil das habe ich echt keinen Bock. So. Oh, scheiße, Mann. Ich hatte so schön viele Waffen und was jetzt? Jetzt habe ich nichts mehr. Also ich habe noch Waffen, aber meine Schergen haben so die schlechten Waffen nur noch. Och, Tränke sind mir so scheißegal gerade. Ich bin stark genug, ihr braucht noch gute Waffen. Sehr gut. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, Gesundheit könnt ihr mir auch bringen. Ist auch gut. Oh, fuck. Immerhin verstehen meine Leute, was ich von denen will überhaupt. Ja, bedrängt euch von mir aus. Aber Hauptsache, ihr bekommt bessere Ausrüstung. Macht Sachen kaputt, holt euch Ausrüstung, trinkt einen Schluck. Aber kommt wieder mit raus, wenn ihr dann fertig seid. Denn wir holen diesen Zauber oder was auch immer das war, holen wir jetzt da oben heraus. Weil ich schon ganz gerne wissen möchte, was es jetzt für ein Zauber war. Jetzt wäre ich jetzt wieder dabei, dann hätte ich einfach F6 gedrückt und dann hätte ich eiskalt alle getötet. Alleine. Weil ich habe keinen Bock, dass meine Schergen da jetzt wieder drauf gehen. Ich werde hier auch jetzt einen Zauber einsetzen, weil ich einfach nicht... Oh, warte mal. Es gibt doch diesen Vandalismus-Zauber oder wie er heißt. Was ist das denn? Nee, das war der sogar hier. Ach Mann, wo ist der denn? Da. Die machen jetzt rein theoretisch alles kaputt, was kaputt geht. Also was sie kaputt machen müssen. Seht ihr, was ich meine? Ja, ihr seht, was ich meine. Nein. Ja, die gehorchen mir jetzt mal eine Weile nicht. Aber das ist auch kein Problem für mich. Hauptsache ist keiner gestorben. Oh, mein Kiefer hat gerade übelst geknackst. Oh Leute, Mann. Ach so. Boah, ich bin so doof. Glückwunsch, Herr. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Lauft. Oh Mann, unsere schöne Magie ist draufgegangen. Ja, super. Ganz dolle. Ja, und wie kommen wir jetzt weiter? Gar nicht, anscheinend. Irgendwie scheiße. Mann, dann überprüfen wir das jetzt nochmal kurz. Wir könnten nicht darunter. Wir könnten nicht darunter.